Also ich glaube, also meine Vermutung war ja, dass eventuell neue Quests kommen sowieso, wenn Streets of Tarkov kommen, aber dass sie bestehende Quests ersetzen durch neue, oder das glaube ich nicht. Ich glaube, da steckt mehr Arbeit dahinter, als man vermutet. Ich glaube, das ist halt auch ziemlich fest im Code mit drin. Das wird so einfach nicht sein, denke ich. Ja, aber diesen Gerüchten habe ich direkt nicht vertraut, weil da steckt mehr drin als bloß ein kleines Skript anzupassen. Ich glaube, die haben das richtig wirklich im Quellcode mit verankert. Also es wird nicht, denke ich mal, meiner Meinung nach nicht so einfach sein, da die Quests anzupassen oder zu ändern. Das wird wohl, wenn überhaupt, im nächsten Vibe. Und selbst da bin ich noch skeptisch. Natürlich bin ich wieder am Arsch der Welt gespawnt, Mann. Völlig sinnlos. Man könnte ja mal die Frames anschalten und gucken, aber fühlt sich jetzt nicht schlechter an als vorher, würde ich sagen. Ja, siehst du, dann ist der Sound halt immer noch eine riesen Baustelle. Und das, bevor hier eine neue Quest kommt, eigentlich möchte ich schon, dass die dir mal den Sound mal endlich mal so machen, dass du es auch wirklich, dass du auch wirklich sagen kannst, hey, passt. Spieler oder Skeff? Skeff wahrscheinlich. Jetzt auf mich geschossen. Es kann natürlich auch ein Spieler gewesen sein, dass Skeffs hier auf Woods erschießen will. Blöder Helm. Mirko, grüß dich, herzlich willkommen. Ich liebe Mosin. Und vor allem, weil es echt starke Munition ist. Gerade jetzt für den Anfang des Vibes. Ist die LPS eigentlich eine recht gute Munition. Bei mir liegt natürlich kein Saliva im Bunker. Ja, die Mosin war natürlich schon wieder eine Gewöhnungssache, nach so langer Zeit nicht zu spielen, also nicht gespielt zu haben und jetzt wieder rein. Aber ja, langsam kommt man wieder ins Spiel. Also ich versuche jetzt mal schnell ein bisschen zu looten und dann raus, weil die Jungs wahrscheinlich dann auch schon mit ihrem Scaff-Raid dann durch sein werden.
So, dann raus und dann nochmal mit Olli rein. Mit Bleispender und dass wir mal gucken, dass wir. Ich brauche meinen Saleva an dem. Saleva und die MP133 noch einer. An dem Zeug hapert es jetzt erstmal. Man muss schon wieder überall seine Augen haben. Das ist der Wahnsinn. Naja, es war auch schon wieder gelootet. Alles, ey, nicht ein Stein steht mehr auf dem anderen. Alles, die Tische sauber. Wie geleckt. Mal sehen, ob das Auto noch da ist, wenn wir dort sind. Das konnte ich jetzt irgendwie nicht orten. Containerburg wahrscheinlich. Strengt übelst an. Prapos Konvoi. Ja, das, ich weiß nicht. Das ist versunkenes Dorf. Oder meinst du, es war der Konvoi? Das kann natürlich auch sein. Aber mir kam es ortungstechnisch irgendwie so vor, als wäre es vor mir, nicht rechts von mir. Ich will das immer rausziehen und wegschmeißen, aber so funktioniert das ja nicht. Alter, stirbst du mal? Hm. Aber hier kam auch keiner. Ah, das Auto ist weg. Oh, danke Mirko für die Info. Ich hatte mir auch schon überlegt, ob ich einfach nur nackte Raids mache, wo ich einfach nur nackig über die Map renne, nur um Endurance dann zu leveln. Rein, loslaufen, so weit wie du kommst, bis dich einer abknallt oder was weiß ich, oder bis du rauskommst wieder. Dann direkt wieder rein, wieder raus, wieder rein, wieder raus.
Weil das letzte Mal, keine Ahnung, Level 6 oder so Endurance gehabt. Ich weiß noch, am Anfang, als ich angefangen habe mit Tarkov, brauchtest du, glaube ich, Stärke 2 für irgendeine Quest. Packer und Pistole. Ja. Und die Packer brauchst du ja vielleicht noch nicht mal. Ne? Also, wie gesagt, als ich angefangen hatte, brauchtest du Stärke für einen Händler, glaube ich, war das. Bin mir nicht mehr sicher, für wen, für Prapo oder so. Mir wird ganz warm ums Herz, Nero. Und da habe ich noch Granaten geworfen, wie so ein Blödmann, nur damit ich irgendwie mal Stärke Level 2 kriege. Das war richtig schwer, irgendwie gefühlt, keine Ahnung. Und jetzt mittlerweile habe ich irgendwie mehr Stärke als Endurance. Dann sterbe ich halt am Dorf. Okay. Ich habe mir jetzt... Ich gehe mal hier oben Richtung Sägewerk hoch, dass ich die Skeppis vielleicht die 40 Meter Kills kriege. Ja, pass auf, dass da keiner kommt. Aber wir müssen auch aufpassen. Ich gehe ja in das erste Haus, ja. Ja. Hier ist ein Weihnachtskoller. Ich habe mir jetzt hier alte Filme mal bestellt. Das ist alt aus meiner Jugendzeit. Sowas so. Mom und Dad retten die Welt. Und dann noch Lenz stirbt niemals jung. Das war eigentlich Matzes Haus hier. Das ist Matzes Haus, ja. Sag Bescheid, wenn ihr über die Straße rennt, nicht, dass ich euch dann hier wegmache. Ja. Aber es. Oh, ich drinne hier. Oh. Verspanne schon wieder, Mann. Iskra hätte ich für dich. Iskra, oh geil. Das nehme ich. Das würde ich dir dann gleich überlassen. Mhm, sehr, sehr nett, Herr Kollege. Sehr, sehr nett. Er rennt da draußen rum. Skeff, Skeff. Mein Skeff. Wo ist er? Da schießt er schon. Stahlbock, gib Vollgas. Ja, ist gerade drin. Ich weiß nicht, ob ich ihn gekriegt habe. Blei ist schon auf dem Weg. Blei, wo schaffst du noch drin rum? Ich bin oben auf dem Dach. Ich weiß nicht, wo der ist. Schweinehaus ist ja rein. Deine Gunst, deine Gunst der Stunde. Nutze sie. Ich bin da am Schweinehaus. Was, du bist am Schweinehaus? Ich denke, du bist bei mir. Das ist doch das Ding. Nee, das ist nicht das Schweinehaus. Das Schweinehaus ist mit dem Schweinestall hinten. Ja, eben. Kümmert euch um eure Skeffs. Ich nehme derzeit mein... Ach ja, stimmt. Ich nehme derzeit mein Nintendo an mich. Wie sagt man, mein Tetris, meine ich. Leg dir das Iskra mal hier auf der Treppe. Oh, ja. Das siehst du dann schon. Und hol mir einen Headshot beim Bücken. Ich komme. Ah, geil. Wow, Iskra. Geil. Ich gehe rüber ins andere Haus. Mhm. Oh, Skeffi. Ja, wo? Nein. Er meinte mich. Ja. Ich komme auch mit hier rüber. Ja, der ist noch links auf alle Fälle, okay. Ja. Komm ich hier irgendwo hin? Eine Darkbank steht hier rum, geil. Okay. Rein damit, kein Platz. Aber irgendwo schießt's. Am versunkenen Tor. Ja, die werden bald hierher kommen. Hm. Kannst jetzt kommen. Jetzt kommt er raus. Alter. Guck mal schnell einen Schuppen. Also, so. Ja, Arm rot geschossen. Ich weiß nicht mehr, ob ich ihn gekriegt habe. Nee, nee, da quick. Nee, nee. Oh. Ich sehe ihn vor allem nicht, ne? Bein schwarz, Alter. Ein Hurensohn. Ich komme raus. Dann stirbst du. Sonst wäre ich auch schon draußen. Ich sehe ihn ja nicht. Ja, irgendwo ist da jetzt, drüben. Ist jetzt rechts am Zaun von den Häusern. Ja. Da ist doch hier drüben auf unserem Grundstück, wo wir gerade waren. Ja, ja. Nee, er ist da, glaube ich, noch hinten am.
Wer bin ich da? Oh, ich hätte es schon auch gehabt. Oh, ach so. Oh. Alles gut. Ja, aber ist sicher egal. Ist das nicht, dass hier einer... Oh, oh ich muss unbedingt raus, Alter. Ich habe die MP133. Da kommt noch einer hinten. Bist du das? Nee. Ja. Ich komme jetzt die Straße. Okay, okay. Ich muss raus, Leute. Ich muss unbedingt raus. Ja, dann los. Ja, dann los. 4, 3, ja. Ja. Aber irgendeiner hat... Na, einer im Stachel gerade geblieben. Ihr rennt da unten schon wieder rum. Einer ist am Stacheldraht hängen geblieben, ja, oder? Ja. Ich dachte erst, es gab Hits, Schallgedämpfte, auf den Hinterkopf.